bin Mustafa, ich bin einer der Nerds im Bayerischen Rundfunk und bin hier mit meinem Kollegen und Kumpel Hansi. Hansi und ich haben uns Lichtschwerter geleistet und weil wir seit Kindheitstagen, Hansi, leiden unter billigen Lichtschwertern, dachten wir uns, diesmal gönnen wir uns mal was Richtiges. Was haben wir uns denn gegönnt, Hansi? Wir haben uns zwei Lightsabers von Ultrasabers gegönnt aus den Staaten und die waren auch nicht ganz billig. Jeweils eins, meins hat um die $505 gekostet und deins... Ich bin so ein bisschen mehr, Amerikaner würden sagen, der Cheapskate. Also ich habe nur knapp $400 investiert. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Jetzt haben wir dieses große Paket, in dem wir jetzt erwarten, zwei Plastikröhren, die in allen Farben des Regenbogens wohl beleuchtbar sind. Aber zusätzlich dazu haben wir auch in unserem kleinen Unboxing-Video dann hoffentlich die zwei Griffstücke, die dann viel, viel wertiger produziert sind. Genau, also erst einmal bekommen wir hier fieses, amerikanisches, wahrscheinlich hochgiftiges Styropor, was irgendwie in Europa gar nicht zugelassen ist. Wir mussten beim Zoll auch nochmal nachzahlen. So, was haben wir hier, Hansi? Das sieht nach Batterie aus. Genau, das ist so ein kleiner Selbstbastlerladen. Ne? Das sind auch irgendwelche Nerds in den Staaten, die das dann, wo, weißt du noch, in welchem Bundesstaat? Die kommen aus Texas, muss aber. Echt? Ordentlich Südstaatenmenschen, die dann dort, wow, oh, das ist schon mein Griffstück. It's yours. Oh, wow. So, wow. So hast du genommen. Das hört sich alles falsch an. Okay, da hätten wir schon mal das erste Lightsaber. Lass uns das mal befreien. Ist da noch Folie drum? Nee, das ist schon echt. Und da haben sie jetzt gerade zum Beispiel bei dieser Röhre, die ausschaut wie eine Neonröhre, aber aus so verschiedener Art Plastik gefertigt ist, gab es ja echt viele Wahlmöglichkeiten. Ne? Klar, man kann sich da echt unterscheiden, wie dick sie sein soll, wie hell dann das Licht schlussendlich ist. Und ja, wir haben uns, glaube ich, für die dickste Variante entschieden, die man auch gut dann hernehmen kann zum Fighten. Also die dickwandigste, damit man wirklich gegeneinander Schwerter schlagen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass die jetzt bricht, dass die brechen. Das ist dann mein Griffstück. Das sieht natürlich ziemlich fies und eher nach Imperium aus, würde ich sagen. Das ist gefertigt aus irgendeinem Metall. Den Knopf, den konnte man sich aussuchen, ob der beleuchtet oder nicht. Ich wollte einen nicht beleuchtet. Ich merke jetzt nur gerade das Gewicht. Das ist schon massiv. Es ist nicht zu schwer, um es mit einer Hand zu halten. Aber mit dem langen Griffstück kann man sogar echt nice das als zwei Hände benutzen. Das gefällt mir. Hansi, bist du gespannt auf dein Schwert? Ja, oder wollen wir deins erstmal ausprobieren, ob es angeht? Aber dazu müssen wir, glaube ich, diese Ladegeräte hier benutzen. Ist das hier sogar ein Autoladegerät oder was? Ich glaube, da ist noch ein Stecker dran. Das ist natürlich ganz cool. Lass uns erstmal deins auch noch befreien. Also ich lege mal, ob deins drin ist. Aha. Ich hoffe mal, ich halte den Karton fest. Hansi, bereust du es in irgendeiner Form oder hast du zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht, scheiße, wieso haben wir so viel Geld dafür ausgegeben? Ach, während du unterwegs war, dachte ich auch schon, hoffentlich kommt es bald. Aber du dachtest jetzt nicht, oh wow, das war jetzt einfach zu viel Kohle, die wir dafür ausgegeben haben. Ach, glaube ich, für so ein Hobby kann man sowas mal ausgeben. Finde ich auch. Okay, also noch ein Ladegerät. Siehst du, eins war sogar in Bubble Wrap. Stimmt, ey, wieso haben die meins nicht so sauber eingepackt? Und so. Und so. Deins hat hier die Edelbehandlung abbekommen. Also meins ist auf der einen Seite noch ein bisschen verchromt, hat aber auch noch eine Halterung für einen Gürtel, wenn man das möchte. Ich friemel das hier mal auseinander. Also ich weiß auch gar nicht mehr, was das hier war. Das sind so, da ist ein Imbusschlüssel auf jeden Fall dabei. Man kann nämlich diese Griffstücke und den Teil, der dann letzten Endes den Laser ausmacht, voneinander trennen. Das macht man dann mit dem Imbusschlüssel, das sieht man denn hier. Also da ist nichts mit. Und kann dann das Griffstück allein als Hardcore-Nerd echt an den Gürtel hängen. So, Imbusschlüssel haben wir schon gesagt. Den gibt es, damit man hier dran drehen kann, um dann den Laser zu entfernen und dann mit so einem Pömpel die Öffnung stopft. Und dann kann man sich so ein Teil, wie der Hansi das später kann, an seinen Gürtel hängen. Ich habe mir die Gürtelanbringung gespart, weil wenn schon nerdig, dann Hardcore-nerdig, dann laufe ich mit dem Ding aktiv rum. Batterien haben wir auch bestellt, Hansi. Batterien sind hier aber nicht dabei. Ich nehme mal an, ich hoffe mal, dass die nicht so fies waren, die vergessen zu haben. Schauen wir mal, ob die hier drin sind. Alright, wollen wir es gleichzeitig ausprobieren? Jetzt, jetzt geht der Nerdtraum los. Also auf 1, 3, 2, 1. Nice. Was man jetzt merkt ist, ich hoffe, dass es stimmt und das Werbeversprechen nicht gelogen war, dass wenn man die Schwerter bewegt, man die entsprechenden Laserschwert-Soundeffekte hinbekommt. Hansi, ich mochte dich noch nie. Ja, okay, sehr nice. Und wie kriegen wir die Dinger wieder aus? Ich glaube, lang drauf drücken. Okay, okay. Nice. Also Originalsounds sind auch dabei. Das ist nice. Das ist echt cool.
Hansi, das Besondere an diesen Schwertern ist natürlich, dass man sowohl die Farbe ändern kann, wenn man das Board, was da drin ist, die Platine, die da drin ist, an den Rechner anschließt über Mini-USB oder Micro-USB. Und man hat hier natürlich, an den Sounds hat man, merkt man das in den Fight-Szenen, wenn man damit kämpft, wenn man das Schwert bewegt. Da hat man auch entsprechenden Lautsprecher drin und die Platine befeuert auch den. Willst du das vielleicht mal aufschrauben und dann gucken wir mal rein, wie das aussieht? Klar, also man kann separat die Soundkarte und das LED anschließen an den Rechner. Das geht an Mac- und Windows-Rechner. Schauen wir einfach mal, kriege ich das jetzt raus? Ein bisschen hohe Gewalt, hilft immer. So, ziehen wir es ganz vorsichtig raus. Man sieht natürlich, dass es schon gut gemacht ist, aber auch mit Gaffer-Tape. Also hier sehe ich dann die zwei Mini-USB-Eingänge. Genau, das ist zweimal Mini-USB. Das eine wird das Soundboard sein, das andere die Lichtplatine. Unten ist der LED-Driver, Emerald MLD. Mhm. Und dann wird es oben wohl die Soundkarte sein. Und die Batterien, lass mal schauen, sind die sind das fest verschweißt, oder? Nee, da ist eine, auf der anderen Seite ist noch eine. Das sind zwei. Mhm. 800 Milli... Ampere-Stunden. Mhm. Mhm. Genau. Also willst du mich nicht umbringen?